warum Photovoltaik und Dachbegrünung eine richtig gute Kombination sind und welche Vorteile unsere Photovoltaik-Gründachunterkonstruktion, die Bauder Solar G-Light, bietet, das haben wir bereits in diesem Video zusammengefasst. Mein Name ist Michael Wittner und in diesem Tutorial zeigen wir euch Schritt für Schritt die Montage der Unterkonstruktion auf dem Dach. Beginnen wir mit den Komponenten der neuen Bauder Solar G-Light Unterkonstruktion. Das System besteht nur aus sehr wenigen Komponenten. Wir haben zum einen die kurzen V-Träger, die langen V-Träger, die Bodenschienen, die Modulträgerschienen, die gelochten DSE40 oder RL40 Matten, die Bauder Endkappen zum Abschließen der Reihen und die Diagonalen zum Aussteifen des Systems. Für die Montage des Bauder Solar G-Light Systems benötigen Sie folgende Komponenten. Zum einen ein Akkuschrauber mit einem Aufsatzschlüsselweite 17, eine Ratsche, ebenfalls mit dem Aufsatzschlüsselweite 17, ein Imbusschlüssel zum Festziehen der Modulklemmen, Zinkspray, falls Sie Modulträger schneiden müssen, müssen die Schnittkanten verzinkt werden, und die Klemmen für die Module, Endklemmen und Mittelklemmen, sowie eine Säbelsäge zum Schneiden der Modulträgerschienen. Vor der Installation muss die Dachfläche besenrein gesäubert werden. Der Untergrund muss also frei von groben Stoffen sein. Oberhalb der Abdichtungslage empfehlen wir die Verlegung von Faserschutzmatten. Hier die Bauder Green FSM 600 mit einer Überlappung von mindestens 10 cm. Die Ausrichtung und das Einmessen der Bodenschienen erfolgt nach dem von Bauder erstellten Schienenplan. Hierbei orientiert man sich am besten an den Abständen zu Dachrändern oder zu vorhandenen Dacheinbauten. Die vorgelochten Bauder Green DSE40 Drain- und Speicherelemente bzw. die RL40 Retentionselemente werden zentriert über den Bodenschienen verlegt. Die Bodenschienen sind exakt so lang wie die gelochten Elemente, was das Verlegen sehr einfach macht. Die Lochungen befinden sich nicht zentriert in den Elementen. Bei der Verlegung ist es deshalb ganz wichtig, darauf zu achten, dass sich die lange Seite des Elements unter der höheren Seite des Moduls befindet. In der Regel werden die Elemente stumpf aneinander gestoßen. In Ausnahmefällen können Elemente auch überlappend bzw. mit Abstand verlegt werden. Sollte es sich aufgrund statischer Erfordernisse um eine solche Verlegung handeln, wäre dies im Verlegeplan eindeutig zu erkennen. Die langen und kurzen V-Träger werden mit Hilfe des vormontierten Adapters durch die Lochung in gegenüberliegenden Langlöchern der Bodenschiene eingeführt. Anschließend wird die Stützschraube mit Federring in der Bodenschiene bis zum Anschlag festgezogen. Hierbei ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass die geschlossene Seite des V-Trägers in Richtung der Modulneigung zeigt. In der Praxis hat es sich bewährt, den V-Träger beim Festschrauben anzuheben, damit er sich über die V-Fugen automatisch zentriert. Wenn das Dach kommunale Vorgaben zur Wasserrückhaltung erfüllen muss, Stichwort Retention oder Abflussbeiwert, verwendet man die Bauder Green RE40 Retentionselemente. Hier muss das Bauder Green FV125er Filtervlies lose mit einer Überlappung von mindestens 10 cm verlegt werden. Das stellt sicher, dass sich die Öffnung der Retentionselemente nicht mit Substrat zusetzen. Für die Installation der V-Träger wird das Filtervlies über den Lochungen kreuzweise eingeschnitten und die Montage der Stützen wie gehabt durchgeführt. Die Modulträgerprofile werden mit Flachrundkopfschrauben M10x20 mit Vierkantansatz, Unterlegscheibe und Mutter an den V-Trägern durch die überlappenden Löcher befestigt. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass in den langen V-Trägern 6 und bei den kurzen 4 Langlöcher frei bleiben. Hier bitte auf ein Drehmoment von 35 Newtonmeter achten. Das Diagonalprofil dient zur Aussteifung der Tragkonstruktion und verbindet den Kurz mit dem langen V-Träger. Das Diagonalprofil wird mit Flachrundkopfschrauben M10x30 mit Vierkantansatz, Unterlegscheibe und Mutter durch die überlappenden Langlöcher hindurch befestigt. Bei längeren Modulreihen müssen die Modulträgerprofile an den Stoßstellen über einen Profilverbinder miteinander verbunden werden. Für die Montage der Schienenverbinder werden aus dem Verschnitt der Modulträgerprofile 200 mm lange Profilverbinder, bei denen 4 Langlöcher für 4 Schraubverbindungen zur Verfügung stehen, mit der Flex oder der Säbelsäge abgelenkt. An den Schnittkanten sollte Zinkspray zum Korrosionsschutz deckend aufgesprüht werden.
Die Profilverbinder werden dann an den Stößen der Modulträgerprofile mit 4 Flach-Rundkopfschrauben M10x30 mit Vierkantansatz, Unterlegscheibe und Mutter montiert. Auch hier bitte wieder auf das Drehmoment von 35 Newtonmeter achten. Bauda erstellt zu jeder Anfrage eine projektbezogene statische Ballastberechnung. Nach dieser Berechnung muss das Substrat gleichmäßig in der richtigen Schichtdicke auf den Drehen und Speicherelementen verteilt werden. Wir empfehlen hier unser speziell entwickeltes Bauda Green Substrat EPV. Dieses Substrat ist besonders schwer, sodass wir mit geringeren Aufbauhöhen arbeiten können. Die Schütthöhe des Substrates ist in jedem Fall zu prüfen und zu dokumentieren. Für die Montage der Solarmodule werden diese auf die Modulträgerschienen aufgelegt und ausgerichtet. Zur Befestigung werden die vormontierten Spannhakensets in die Tragprofile eingehängt und in die Mittel- und Endklemmen festgezogen. Die Spannhaken besitzen integrierte Erdungsdorne, welche die Modullegierung durchstoßen und eine Erdung der Module untereinander sicherstellt. Mit dem Aufstecken der Schutzkappen ist die Installation der G-Light abgeschlossen. So einfach ist die Montage der Bauda Solar G-Light, unsere neue Unterkonstruktion für Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern. Schaut euch zum Thema Photovoltaik und Dachbegrünung auch diese Videos an. Mehr Infos zum Thema sehen wir immer in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über eure Fragen und Kommentare und natürlich auch bei jedem neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!